nicht auf euch, sondern generell mal so, wo ich mal ein bisschen meckere oder so. Das dürft ihr auch nicht so eng sehen. Es ist manchmal so, dass man einen schlechten Tag hat. Kann man, ja, ich meckere da auch keine Leute voll oder so. Und bin dann halt selber dann mit mir auch so unzufrieden oder was. Kann es alles geben. Aber ich freue mich trotzdem über jeden, der zuguckt. Und das hat nie was mit euch zu tun. Wetterstation, aber da ist ja bestimmt schon einer hochgerannt. Seinen, du bist jedes Wochenende am Start. Wie meinst du das? Tarkov-mäßig zocken? Sechster habe ich gelesen auf so einer, oder habe ich im Internet auf irgendeiner Gaming-Zeitschrift. Oder, ja, wie sagt man Zeitschrift? Weiß ich nicht, so eine Gaming-Seite. Da stand das vom 6.2. bis 13.2. Aber halt, wie verbindlich das ist, kann ich euch nicht sagen. Ach, bei dir im Channel, ja. Wie du Zeit hast, ja. Wie ihr könnt und so. Ihr wisst, ich freue mich immer, wenn ihr da seid. Wir können auch über alles quatschen und so. Will man zur Wetterstation hoch, aber so bin ich, so laufe ich auch echt selten, wenn ich von der Seite hinten komme. Meistens direkt vorne an dem Donut hoch oder an der Seite diesen kleinen Schacht, wo du so ewig brauchst, bis du oben bist. Das hier ist mir irgendwie nicht so geheuer. Als ja eigentlich denjenigen, der schon hier ist, dann in die Richtung dann weiter zieht. Und wenn ich dann von unten komme, könnte es zum ungünstigsten Zeitpunkt schon einen in die Fresse geben. Steffies. Keine Steffies da, was ist da los?
Wie sagt Bleispender so schön, wenigstens haben wir Glück mit dem Wetter. Danke, Silent. Sowas lese ich gern. Gibt's doch nicht. Nee. Stimmt irgendwie. Ich dachte, jetzt habe ich vergessen, eine Quest abzugeben, aber nee. Ist es ja nicht. Da fällt mir ein, ich hatte letztens noch irgendwie was, das wollte ich mir noch mal näher angucken. Ich habe bloß irgendwas gelesen, da ging es um Sneaky Bewegen, dass das irgendwie verbuggt ist. Das habe ich dann aber auch wieder vergessen. Sich hingelegt. Ich dachte erst, ich hätte ihn erschossen. Alter, was ist der vom Dach gesprungen oder was? Aber er hustet.
Was ist da passiert? Verreckt? Auf Wutz am Boden versteckt, wo zwei Leichen liegen. Was meinst du, Seilen? Das weiß ich jetzt nicht. Ganz links ist immer so, von welcher Seite du kommst. Das ist immer irgendwie. Ich habe jetzt erst gedacht, die eine Leiche hinten am Deadman's Place hast du ja ein Stück weiter vorne, hast du ja diesen Jägerhochstand, da ist ja auch so ein Bodenversteck. Aber zwei Leichen? Bodenversteck mit zwei Leichen? Sagt mir jetzt erstmal nicht. Wer hustet denn hier eigentlich? Ich muss mal gucken, ob der draußen einen Rucksack hat. Oh! Wir brauchen ja bloß noch. Hallo, jetzt habe ich mich verschluckt. Wir brauchen ja bloß noch zwei. Ich döse da so vor mich hin. Da wird direkt vor mir aus dem Boden versteckt von einem Scav-Player geöffnet, der mich im Busch direkt vor ihm nicht gesehen hat. Er hatte heftigen Loot dabei. Geil. GZ. Hallo. Man muss auch mal Glück haben, Silent. Man muss auch mal Glück haben. Irgendeiner schnauzt noch. Hat er Englisch gequatscht? Wo hat er jetzt gewusst, dass ich genau dahinter hänge? Genau da drin. Ja, egal. Ich habe, glaube ich, aber einen Mac gemacht und hatte. Ja, ich hatte eine Scav-Weste an. Ja, geil. Zwar nicht entkommen, aber so wieder einen für die Scav-Weste und Balaclava-Quest. Und noch zwei
Scavs mit Headshots töten, dann bin ich zufrieden.